Gott. Hallo Fotofreunde, ich bin der EOS Andy von Fotozirkus und heute wollte ich euch zeigen, wie ich eine HDR-Aufnahme gemacht habe, und zwar von diesem Bild. Ihr habt das Bild gesehen, wir befinden uns in Wuppertal vor der Schwimmhalle, die super sich eignet für solche HDR-Aufnahmen, meine ich. Mit einer super riesengroßen Glasfläche, von innen alles beleuchtet, man kann reinsehen, man hat super Rasen davor. Und jetzt würde ich euch gerne zeigen, wie ich meine Kamera dafür eingestellt habe. Kommt mal mit. So, dann wollen wir mal anfangen mit der Aufnahme. Eine HDR-Aufnahme. Was ist das für mich? Mindestens 3 Bilder. Die rechnen wir dann nachher zusammen am Rechner. Zeige ich euch noch. Wir machen eine Bracketing-Aufnahme. Bracketing. Wow, was für ein Name. Ich bin gar kein Techniker. Ich mache die Bilder, wie ich sie gelernt habe. Und das wollte ich euch auch zeigen. Aber kommt mal mit. Kommt mal ein bisschen schneller. Ich habe hier eine handelsübliche Kamera, eine Spiegelreflexkamera. Ich habe ein Weitwinkelobjektiv drauf mit 17 mm Weitwinkel. Und meine Einstellung für diese Aufnahme heute ist, ich bin in AV-Modus, heißt Zeitautomatik. Ich habe eine Blende 11 ausgewählt. Ich habe ein ISO 100. Und ich fotografiere mit Zeitauslöser. Ich stelle mal eben scharf. Löse aus und die Kamera macht für mich die 3 Bilder. Die zeige ich euch gleich am Rechner. Also, wir sehen uns gleich. Ich sitze gerade jetzt vor meinem Rechner und wir wollen uns dem HDR-Bild von einem Schwimmbad widmen. Ich beginne mit Adobe Lightroom, eigentlich meiner Hauptsoftware, die ich nutze. Ich kann es jedem empfehlen, ist einfach eine tolle Software. Hier ist das Ausgangsbild. Und hier sind die 3 Aufnahmen. Und wenn ihr euch wundert, was das hier alles drumherum ist, es ist einfach ein tolles Feature von Lightroom, das uns Bilddetails oder Bildinformationen zusätzlich liefert über überbelichtete und unterbelichtete Teile des Bildes. Alles, was hier dieses blau markiert ist, ist einfach zu schwarz und alles, was rot leuchtet, ist zu hell, zu weiß. Das können wir hiermit natürlich sofort reduzieren oder korrigieren, indem wir die Lichter runterziehen und den Schwarzregler ein bisschen hochziehen und es verschwindet und man hat ein richtig belichtetes Licht bei einer -1-Blende-Belichtung. Ich ziehe hier noch ein bisschen von den Tiefen hoch und das würde jetzt mein unterbelichtetes Bild, und zwar für den Innenraum dieses riesigen Komplexes Schwimmbades, Schwimmhalle in Wuppertal sein. Ich gehe auch mit der Klarheit ein bisschen hoch, nicht so viel, nur ein bisschen, muss ich wieder die Lichter ein bisschen korrigieren. Dann gehe ich gerne noch in die Schärfen rein und ziehe die Schärfe auf eine Grundeinstellung, die ich eigentlich immer gerne benutze, so um die 80 bei einem Radius von 6. Rauschreduzierung könnte man benutzen, muss man aber nicht. Das Bild ist klar, es hat kaum Rauschen. Das kann man nachher auch gut in Photoshop rausrechnen lassen. Was ich aber immer gerne benutze, sind die Objektivkorrekturen von Lightroom. Die funktionieren eigentlich immer gut und bei einem HDR-Bild oder bei Bildern, die man zusammenrechnet, ist wichtig, dass man, wenn man dieses benutzt, auch auf alle 3 Bilder benutzt, weil dann habt ihr einfach bei der Überlagerung der Bilder würde dann zu Bildfehlern kommen und es würde einfach die Schärfe weg sein. Also wenn ihr das aktiviert, müsst ihr das bei allen 3 Bildern auch aktivieren. Die Farbe, ich benutze den Regler auch, das ist die chromatische Aberration. Das entfernt die kleinen, leichten Farbsäume an den Kanten. Sieht man jetzt hier bei diesem Bild nicht, aber ich benutze es eigentlich immer und es schadet dem Bild nicht, sagen wir so. So, das sind eigentlich fast alle. Ich würde jetzt noch gerne hier bei dem Bild das Blaue
in dem Schwimmbad ein bisschen mehr hervorholen, indem ich den Weißabgleich ein bisschen korrigiere oder ins Blaue hinziehe. Dadurch kommt das Blau richtig, richtig schön heraus. Und das ist jetzt die Einstellung, die ich jetzt auch auf die anderen beiden Bilder benutzen würde, ohne jetzt mit den Reglern zu schieben. Bei Lightroom habe ich die Möglichkeit, diese ganzen Einstellungen, die ich jetzt hier vorgenommen habe, auf einmal zu kopieren. Indem ich Einstellung kopieren sage, kriege ich einen Menüpunkt, in dem ich die ganzen Einstellungen auswählen kann, was der mir kopieren soll. Also alles, was ich benutzt habe, ob das Farbe, Weißabgleich, Basis und, kann sie kopieren. Und kann sie dann auf das nächste Foto und das nächste, wenn ich sie beide markiert habe, Einstellungen einfügen und habe alle drei Bilder jetzt die gleichen Einstellungen. Jetzt kann man noch auf die einzelnen raufgehen und gucken, ob da alles in Ordnung, keine schwarzen, keine roten Punkte. Hier zum Beispiel kann man noch die Belichtung ein bisschen korrigieren nach unten, beziehungsweise die Lichter. Und habe jetzt drei für das HDR gut belichtete Bilder, die ich jetzt in einem zweiten Programm berechnen lassen würde. Ich arbeite hier gerne mit Photomatix Pro und zwar aus dem Grund, eins, es macht guten Job und zweitens, ich habe es mal gewonnen bei einem Contest und kann auch nur empfehlen, bei Gewinnspielen, wo man Bilder einschickt, teilzunehmen und mit bisschen Glück und kann man gute Sachen gewinnen. Das ist eigentlich eine feine Sache und damit kann man auch sehen, ob die eigenen Bilder irgendwo gut ankommen. Wie ich werde sie jetzt in dem Programm berechnen lassen zu einem HDR und zwar Photomatix Pro bearbeiten. Jetzt kommen vielleicht bei dem einen oder anderen Frage, wie kommt dieses Programm, dieses fremde Programm hier rein bei Adobe? Das ist eigentlich ganz einfach, das zeige ich auch mal eben. Ihr geht über Voreinstellungen, Dateiverwaltung, Entschuldigung, externe Bearbeitung und habt hier diesen weiteren externen Editor-Menüpunkt, in dem ihr einfach hier ein Programm, mit dem ihr weiter bearbeiten wollt, hier auswählt über die Wähltaste und es bestätigt und dann erscheint das hier Promatix Pro und es ist dann automatisch immer bearbeiten in hier mit drin. Der Vorteil ist, dass man das Programm nicht selber starten muss, in dem Programm die Bilder auswählen muss und, sondern alle Bilder, die ich hier markiert habe, werden jetzt zu dem Programm geladen und man kann sofort loslegen. Man wird noch gefragt, welche Art der Bilder oder in welcher Art der Bilder, die da geöffnet werden sollen. Und los geht's. Eine Sache wollte ich schon immer ausprobieren, ob das funktioniert. Höre auf meine Stimme. Deine Augen werden müde und du wirst mir gleich deine Kontonummer verraten. Nein, Quatsch. Aber wollte ich schon immer ausprobieren, ob es funktioniert. So, die Bilder sind jetzt geladen. Und wir können mit der HDR-Berechnung anfangen. Es gibt noch ein Vorverarbeitungsoptionenfenster, in dem man noch Geisterbilder entfernen lassen kann, Rauschen reduzieren. Diesen Punkt haben wir ja schon in Lightroom gemacht, deshalb ist er nicht bei mir nicht aktiviert. Und man lässt es rechnen. Nach einer kurzen Pause, bei dem einen kürzer, bei dem anderen länger, je nach Rechnerausstattung. Rechne das Programm und da kann ich euch in der Zeit noch sagen, warum ich mit Lightroom so gerne arbeite. Lightroom hat den riesigen Vorteil, dass er nicht direkt an den Originaldateien arbeitet. Er belässt die Dateien über Jahre so, wie sie sind und man kann auch nach 5 Jahren die bearbeiteten Dateien rausholen, diese Einstellung zurücksetzen und man hat immer noch das Original und das ist einfach nur toll. Kann ich jedem empfehlen. So, hier hat man noch einen kleinen Vorauswahlmenü, in dem man Geisterbilder selektiv rausrechnen lassen kann. Sollte hier eine Person vorbeigelaufen sein, die würde dann wahrscheinlich ein leichtes Schlieren ziehen oder so halt so wie ein Geist wirken. Dann könnte man dem Bild sagen, schau dir das, dem Programm sagen, schau dir das nochmal hier an und versuch das rauszurechnen. Meistens klappt es gut. Und ja. So. Photomatix hat gerechnet
und schlägt mir jetzt dieses Vorschau vor. Wobei ich habe die Erfahrung gemacht, die ganzen kleinen Zusatzprogramme, die man so hat, haben das Manko mit ihren Vorschauen. Die sind nicht immer die tollsten. Also da sollte man sich nicht von beirren lassen. Es dient einfach nur um eine Vorschau für die Einstellung, die man vornimmt. Und das fertige Bild kommt eher erst, wenn man es verrechnet hat. Ich versuche hier jetzt einfach nach Gefühl Sachen einzustellen. Ich bin nicht der Techniker. Ich weiß nicht, welche Algorithmen genau dahinter stecken. Ich probiere Sachen einfach rum und es ist oft so, dass viele Einstellungen nur auf dieses Bild wirken und wenn man die genau dieselben Einstellungen auf ein anderes Bild verwenden würde, würde es ganz, ganz furchtbar schlecht aussehen. Deshalb, ich versuche mir zu merken, welches Regler, welche Schieber, was sie machen und versuche das 3, 4 Mal hintereinander anzuwenden und dann am besten hilft es immer, wenn man extrem was verschiebt und dann sieht man meistens, was passiert, was bewirkt dieser Schieber und sucht sich dann die Einstellung, die einem passt. Also ich würde das Bild jetzt doch so, die Farbsättigung vielleicht ein bisschen runter, damit das nicht so künstlich aussieht. Ich mag nicht diese ganz künstlichen, ich mag lieber diese realen Bilder. Das gefällt mir so gut. Das wäre mein Ausgangsmaterial für Weiterarbeiten, aber ein HDR, das mir gefällt, das ist jetzt das fertige HDR. Dieses HDR ist für mich jetzt Ausgangspunkt eigentlich, um damit weiter in Photoshop zu arbeiten. Das würde ich euch gerne in einem anderen Video zeigen. Das würde jetzt dieses Video zeitlich sprengen und es ginge eigentlich nur um ein HDR-Bild, wie ich es erstelle, wie es dann aus dem Rechner rauskommt. Das ist das Ergebnis und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachstellen. Sollte einer Fragen oder Probleme mit haben, kann er mich gerne anschreiben oder einen Kollegen von mir von Fotozirkus. Und hiermit bedanke ich mich fürs Zuhören, fürs Zuschauen und freue mich auf weitere Projekte und würde mich freuen, wenn ihr uns ein bisschen Feedback gibt. Schönen Gruß aus Rade vom Wald, euer EOS Andy. Bis demnächst.